Komm, das reicht jetzt. Vielleicht irrst du dich auch. Ich hab doch gerade einen Test gemacht. Na und, so ein Test kann sich auch mal irren. Shit. Du sagst es. Okay. Kommst du erstmal mit nach Königsbrunn? Auf gar keinen Fall. Nach Hause willst du bestimmt nicht. Ist besser, wenn du dich bei mir ausruhst. Aber das geht nicht, wenn ich da Tristan begegne. Ich kann ihm das nicht erzählen. Oh, ich pass schon auf, dass du ihm nicht begegnest, okay? Stimmt das so? Klar. Ja, dann hoffe ich mal, dass ihr bald wieder besser geht. Hm? Ciao. Okay. Justus! Schwing deinen steifen Hintern hierher. Rebecca! Marlene! Gott, was ist denn passiert? Nichts Besonderes. Frühstück im No Limits war auch schon mal besser. Was machst du hier? Hat dich die Sehnsucht nach deiner netten Familie hergetrieben? Ja, auch. Und ein neuer Job. Mhm. Wo denn? Bei Linie Clarisse Lahnstein. Aber jetzt entschuldige mich, du hast ja gesehen. Sehr gute Arbeit, Frau Jäger. Ah, Tanja, wie war es in Paris? Konntest du ein paar erfolgreiche Abschlüsse für mich tätigen? Rebecca arbeitet für uns. Wann genau wolltest du das mit mir besprechen? Gar nicht. Als Teilhaberin und zweite Geschäftsführerin brauche ich deine Zustimmung nicht bei Personalentscheidungen. Genieß deine Position, solange du sie noch hast. Ach, sehen wir uns heute Abend beim Empfang der Düsseldorfer Unternehmer? Ah, ist auch schon egal. In ein paar Stunden gehören deine Anteile mir. Wenn du schießen willst, besorg dir erstmal Munition. Schon geschehen. Oh, Süße. Moment, wo willst du hin? Schlafen. Komm, lass uns nach oben gehen. Bei mir wartet ein weiches, warmes Bett auf dich. Hm? Nee, das geht schon. Oh. Also gut. Ah, Entschuldigung. Können Sie bitte veranlassen, dass wir unter keinen Umständen gestört werden? Von niemandem. Und können Sie bitte die Tür schließen? Sehr wohl. Es geht immer weiter. Immer, immer weiter. Marlene. Es hört nie auf. Du musst zur Ruhe kommen. Versuch zu schlafen. Ich habe wirklich gedacht, ich habe das alles hinter mir, aber es geht weiter. Immer weiter. Sie bekommt eine eigene Kollektion. Das ist eigentlich mein Job. Meine Güte, diese paar Bikinis, da stehen Sie doch drüber. Sie sind doch voll ausgelastet mit unserer neuen Herbst-Winter-Kollektion. Also gut, dann zeigen Sie mir die Entwürfe der kleinen Lahnstein. Gewagt, sexy und trotzdem verspielt. Wie kleiner Talent. Wie ich sehe, komme ich ja genau zum richtigen Zeitpunkt. Gräfin Lahnstein. Die Karte. Ich habe Hunger. Was sprecht ihr denn? Über die Entwürfe von Rebecca. Sie sind wirklich ausgezeichnet. Sehr geeignet für unser junges Label Pink. Hast du dir das ausgedacht, als ich in Paris war? Bademoden, toll. Rebecca hat was in New York gelernt. Clarissa, falls du wieder das Kernstück der Kollektion auf dem Laufsteg präsentieren willst, muss ich dir sagen, dass ich es nicht für passend halte. Passend ist der Name. Clarisse Pink. Was sagst du dazu? Toller Name. Voilà. Danke. Irgendwas, komm schon. Irgendwas, bitte. Sag mal, spinnst du? Verstehst du das denn nicht? Das da drin, das muss weg. Einfach weg.
Wo ist Nico eigentlich? Mann, mit so einer Aktion schadest du nicht nur dem Baby, sondern auch dir selbst. Lass doch diesen Quatsch. In meinem Bauch ist das das Baby von dem Mann, der mich vergewaltigt hat. Hast du auch nur annähernd eine Ahnung, wie sich das anfühlt? So ein Baby, das muss man lieben. Darauf muss man sich doch freuen. Aber ich kann das nicht. Ich kann es nicht, weil es mich die ganze Zeit an den schlimmsten Moment meines Lebens erinnert. Marlene, bitte sei vernünftig. Du wirst einen Abbruch machen, aber von einem qualifizierten Gynäkologen. Vorher musst du nur so ein Beratungsgespräch machen. Beratungsgespräch, wenn ich das schon höre. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie viele Beratungsgespräche ich in den letzten Wochen geführt habe? Ich habe die Schnauze voll. Darf man in diesem Land überhaupt noch irgendetwas selbst entscheiden? Weißt du was? Scheiß auf den Termin und scheiß auf die Beratung. Ich werde dieses Problem loswerden, und zwar jetzt. Es ist sowieso nur eine Frage des Geldes, und davon habe ich wirklich genug. Marlene. Ich habe einen Entschluss gefasst, also versuch gar nicht erst, mich umzustimmen. Was sollte ich diesem Kind denn sagen, wenn es mich nach seinem Vater fragt? Wie sicher bist du dir überhaupt, was den Vater angeht? Nach einem kleinen Spaziergang kannst du bestimmt wieder einen klaren Gedanken fassen. Und dann versuchst du, dich zu erinnern. Genau das habe ich doch wochenlang erfolgreich vermieden. Aber jetzt hast du einen echt wichtigen Grund. Versuch's doch, wie so eine Rechenaufgabe zu betrachten. Warte. Vor dieser Sache mit Alexander, da war ich mit Tristan zusammen. Okay, damit ist Tristan definitiv im Rennen. Ja, Mist. Und wie soll ich mir jetzt sicher sein? Deine Schwester ist launisch, mit einem Hang zur Hysterie. Außerdem gibt sie die kompliziertesten Bestellungen auf, von denen ich jemals gehört habe. Und wusstest du, dass sie mindestens 5 Cremes aufträgt, bevor sie ins Bett geht? Du bist verliebt. Die erste wird eingerieben, die zweite wird eingeklopft, die dritte wird mit der vierten gemischt und die fünfte habe ich vergessen. Du bist so verliebt. Ich bin froh, dass sie die Therapie wirklich durchzieht. Das war ein ziemlich großer Schritt für sie. Und ich glaube, sie kriegt auch langsam ihr Lampenfieber in den Griff. Glaubst du, sie steht das durch mit ihrem ersten Solo-Auftritt? Es ist erst der Anfang. Danach starten wir beide richtig durch. Was mit deinem Prozess? Ach, das weißt du noch gar nicht? Alexander hat die Klage gegen mich fallen lassen. Was? Mit Tristan, das ist ja super. Ihr habt euch auch echt verdient, dass einfach mal was gut läuft. Ich kann Tristan das auf gar keinen Fall erzählen. Warum nicht? Es geht doch schließlich auch um ihn. Eben. Und er hat immer gesagt, dass er keine Kinder will. Gott. Was ist, wenn sich das plötzlich ändert? Dann kannst du immer noch entscheiden, was du willst. Wieso machst du nicht einen Termin mit deiner Ärztin? Dann hast du wenigstens über den Zeitpunkt der Schwangerschaft Gewissheit. Bis dahin sind doch diese ganzen Überlegungen ungelegte Eier. Ich kann dich auch begleiten, wenn du willst. Ja. Aber bis dahin, kein Wort zu Tristan oder zu sonst irgendjemandem, okay? Wenn du mir versprichst, dass du keinen Quatsch mehr machst. Anstetten. Treten Sie einen Schritt vor, bitte. Machen wir doch ein Foto gemeinsam. So, danke, das reicht jetzt. Kommen wir zum Grund, warum wir alle hier sind. Wie Sie vielleicht noch von der letzten Präsentation wissen, dürfen wir Sie bei Linie Clarisse Lahnstein so ziemlich alles erwarten, nur nicht das Gewöhnliche. Wir haben unser kreatives Team erweitert, mit Rebecca von Lahnstein, gerade frisch aus New York zurückgekommen. Und ein Young Talent Award im Gepäck. Und sie wird unserer Chefdesignerin Sonja Jäger zur Seite stehen. Und ihre erste große Herausforderung wird sein, für unser neues, junges Label Pink die Bademode zu entwerfen. Gibt es einen Namen für die Kollektion? Ja, die wird Wet heißen... Fantasy. Ich weiß, der Name ist ein bisschen provokativ, aber wir knüpfen an unsere Tradition mit Inzest an.
Außerdem war es ein ganz besonderer Wunsch von unserer Mother of Incest. Großartig. Ja. Sie machen sich sicher Sorgen. Auf einmal ist da noch eine von Lahnstein, gerade zurück. Soll schon eine eigenständige Kollektion rausbringen. Da kann ich nicht wirklich widersprechen. Natürlich habe ich Ambitionen, aber in einem können Sie sich auf mich verlassen. Ich treibe kein falsches Spiel. Wenn Sie kollegial sind, bin ich's auch. Deal? Deal. Haben Sie vielleicht noch Lust, irgendwo was trinken zu gehen? Ein andermal gern. Einer Freundin von mir geht's nicht so gut. Ich will mich später noch mal bei ihr melden. Okay, dann ein andermal. Tschüss. Tschüss. Schläfst du? Das ist wenigstens mal eine Frage, auf die es nur eine Antwort geben kann. Du bist wach und philosophierst. Ist es in Ordnung? Ja, es ist schön. Entschuldigen Sie bitte. Nein, ist kein Problem. Ich kann Müll ja auch mal selbst rausbringen. Und dann hat sie mir offenbart, dass sie erst mal pausieren will. Und jetzt rate mal, warum. Sie ist schwanger. Ach, wirklich? Ja. Ich habe natürlich erst mal von uns beiden gratuliert, aber jetzt darf ich mir eine neue Zweitbesetzung suchen. Ich weiß auch nicht, warum die Leute ständig Kinder in die Welt setzen, aber das soll nicht mein Problem sein. Alles in Ordnung? Entschuldige. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Tja, dann halte ich jetzt mal besser meine Klappe. Marlene, ich dachte, du wolltest dich hinlegen. Ja. Rebecca und ich, wir wollten noch mal los. Jetzt noch? Ja, ich muss heute noch mit dem Schnittmuster anfangen. Ja, sonst werde ich bis zum Auftritt im Schneiders nicht fertig. Okay, Mädels, ich freue mich. Immerhin ist es schon spät. Und ehrlich gesagt bin ich ziemlich neugierig. Du, ich wiederhole mich wirklich nur ungern, aber dabei hast du wirklich nichts verloren. Ja. Stell dir mal vor, stundenlange Diskussionen über die Verarbeitung der Stoffe, den richtigen Schnitt, Rüschen, ja oder nein. Ja, genau. Freu dich doch einfach über den Anblick, wenn ich mit deiner Freundin fertig bin. Okay. Dann lass dir nichts von ihr aufquatschen. Nachher singst du noch im Bikini. Obwohl ich nichts dagegen hätte. Dana ist schwanger? Bist du sicher? Sonst müssen Frauen doch auch immer über alles Mögliche quatschen. Aber kaum ist es mal wirklich wichtig. Wahrscheinlich wollte sie es dir in Prag sagen. Romantik, kuscheliges Hotel ist so eine typische Frauennummer. Leicht. Aber von Dana bin ich sowas gar nicht gewöhnt. Eigentlich ist sie da ganz anders, direkter. Da siehst du mal, was Hormone bei Frauen alles anrichten können. Und ich würde mal davon ausgehen, dass es während der Schwangerschaft noch schlimmer wird. Schön, dass du darüber lachen kannst. Aber eine Familie war bis jetzt auch immer das Letzte, was du dir vorstellen konntest. Die Dinge ändern sich. Ein Kind mit der richtigen Frau. Und Marlene ist die Richtige, ja? Ich glaub's ja nicht. Mein kleiner Bruder entdeckt seine häusliche Seite, dass ich das noch erleben darf. Wir reden hier nicht von mir. Jetzt sag mir erst mal, wie findest du es, dass du Vater wirst? Keine Ahnung. Als ich den Test gefunden habe, da habe ich mich einfach nur gefreut.
Ich hoffe nur, dass Dana das auch so sieht. Bis jetzt haben wir über dieses Thema noch gar nicht gesprochen. Allein schon, weil man nicht weiß, wie Marlene darauf reagiert. Ich will dich nicht enttäuschen, aber Marlene ist über dich hinweg. Interessant, ich weiß. Aber wenn Dana und ich ein Kind bekommen? Keine Sorge, sie wird ganz entspannt damit umgehen. Ich bin in der 11. Woche, das kommt genau hin. Allerdings habe ich in derselben Woche auch mit Tristan geschlafen, also bin ich genauso schlau wie vorher. Das heißt aber auch, dass dir für einen Abbruch der Schwangerschaft noch eine Woche bleibt. Also das ist nicht viel Zeit, aber immerhin. Immerhin? Ich brauche diese obligatorische Untersuchung, den Termin in der Klinik und das alles, ohne dass Tristan was mitbekommt? Und was ist, wenn du doch mit ihm redest? Ich meine, immerhin besteht ja auch die Möglichkeit, dass das macht mich wahnsinnig. Wieso kann man eine Vaterschaft nicht genau festlegen? Und wieso braucht man für alles eine komplizierte Untersuchung? Ich habe wirklich gedacht, diese Zeit der Ungewissheit wäre endlich vorbei. Wenn sie alle Untersuchungen innerhalb der gesetzlichen Frist durchführen wollen, dann hätten sie früher kommen müssen. Ja, toll. Hätte ich auch gerne getan. Nur leider wusste ich auch nicht, dass ich schwanger bin. Rebecca, ich glaube, ich schaffe das nicht. Dieses Kind zu lieben, wenn Alexander der Vater ist. Als sie dieses Ultraschallbild gemacht haben, es hat sich angefühlt wie ein Fremdkörper. Ich liebe Tristan. Wirklich, aber wenn es von ihm wäre, dann hätte ich doch nicht solche Gefühle, oder? Ich glaube, du siehst das Ganze gerade ein bisschen zu emotional. Du kannst nicht wissen, wer der Vater ist. Du hast einfach riesengroßen Schiss, dass Alexander der Vater ist. Und das überschattet alle Gefühle für dieses Kind. Das ist auch ganz normal. Was steckt das wieder weg? Ich bitte, ich kann das nicht sehen. Egal, wer der Vater ist, Marlene. Du musst dich damit auseinandersetzen und wissen, was du tust. Was soll das, Rebecca? Willst du mir ein schlechtes Gewissen machen? Quatsch. Aber das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Die beeinflusst dein ganzes Leben. Denk einfach mal drüber nach. Oder sprich mit deiner Therapeutin drüber. Ich gehe doch nicht zu meiner Therapeutin, damit sie mir eine Entscheidung abnimmt. Ich weiß ganz genau, was ich tue.